Die FK Leipzig gegen HSG Nordhornlingen, Halbzeitstand 13:14, Endstand 22:25. Zuschauer 2642, bei mir Heiner Bültmann und Christian Prokop, die Cheftrainer beider Teams. Heiner, umstandslos, einfach nur herzlichen Glückwunsch und vielleicht verrätst du uns mal, wie die HSG heute hier gewinnen konnte. Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich glaube, das Wichtigste war heute, dass wir auch schon vor dem Spiel daran geglaubt haben, hier gewinnen zu können. Und ich glaube, das tun nicht viele Mannschaften, die hier hinfahren. Leipzig spielt eine überragende Saison und steht natürlich zu Recht da oben. Und okay, die Motivation für die anderen Mannschaften, die Ersten zu sein, die Leipzig zu Hause schlagen oder überhaupt als Jäger, ist das immer ein bisschen einfacher, sich zu motivieren. Meine Mannschaft war heute top motiviert. Wir sind dann in der ersten Halbzeit nach 15, 20 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen und haben halt einfach dann 60 Minuten eine super Abwehr hingespielt. Das war hingestellt, das waren nur 22 Tore von Leipzig, das passiert nicht so oft. Wir haben Angriff sehr geduldig gespielt, auch zweite, dritte, vierte Chancen erst genutzt. Aber sicherlich war die Grundlage heute eine hervorragende Abwehrarbeit von uns und wir haben viele Sachen, die wir uns vorgenommen, einfach gut umgesetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber Christian, so mal an dich natürlich jetzt heute keinen Glückwunsch. Ist auch ein bisschen ungewohnt, aber an der Motivation wird es nicht gelegen haben bei uns. Vielleicht kannst du trotzdem mal das Spiel analysieren und rausfiltern, woran es gelegen hat am Ende. Ja, guten Abend. Auch erstmal natürlich Glückwünsche zum verdienten Erfolg hier. Muss man neidlos anerkennen. Ist natürlich schade, dass wir unsere weiße Heimweste nicht behalten konnten. Aber das hat Nordhorn, ja, sehr routiniert und sehr clever hier herausgespielt und hat auch verdient gewonnen. Uns hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt heute im Angriff. Wir haben nach der Verletzung von Philipp Weber mit verschiedenen Wechseln nicht diese druckvollen Aktionen aus dem Rückraum starten können, die wichtig sind gegen ein rotes Abwehrbollwerk. Waren wir dann doch durch. Dann war Björn Burmeister heute gerade in den entscheidenden Phasen, wo das Spiel immer mal wieder zu kippen drohte, wo wir in der zweiten Halbzeit immer mal wieder auf ein oder zwei Tore verkürzen konnten, war er dort, war da, hat seiner Mannschaft geholfen, auch mit klar rausgespielten Chancen. Das nagt dann natürlich am Nervenkostüm. Dann müssen wir in der Abwehr auch mal öffnen, verschiedene Dinge probieren. Und das hat Nordhorn heute ganz routiniert ausgenutzt und dementsprechend auch verdient. So, du hast jetzt gesagt, mit der weißen Weste ist es leider nicht jetzt mehr so, aber vielleicht können wir mal ganz kurz gucken, wie schwarz ist denn der Fleck da auf dieser weißen Weste? Gibt es denn nicht vielleicht angesichts der Saisonsituation? Und du hattest ja auch ein Zeitungsinterview gegeben in der Woche, wo du gesagt hast, dich nervt das, dass alle schon zum Aufstieg gratulieren. Ist es da nicht vielleicht sogar ganz gut, so einen Dämpfer zu haben, dass man zeigt, hier Leute, das sind noch Mannschaften, die mitspielen? Das ist die Öffentlichkeit, das eine. Das andere ist, was wir intern behandeln. Wir wissen, dass wir nicht durch sind. Und auch wenn, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen vor allen Dingen vor unseren Fans gewinnen. Und das wollten wir auch heute. Das ist das, was uns ärgert. Ja, zurückwerfen wird uns das nicht. Wir haben aus den Siegen Lehren gezogen. Wir werden auch aus diesem Spiel Lehren ziehen. Das ist ganz wichtig für die Nachhaltigkeit dieser Mannschaft, dieser Entwicklung. Und dazu zählen leider auch Niederlagen. Aber wir wollten es natürlich nicht zu Hause das erste Mal erleben. Heiner, an dich auch noch eine Frage. Wenn man gegen Bittenfeld unentschieden spielt und dann beim Spitzenreiter gewinnt, dann muss man sich natürlich auch die Frage gefallen lassen, ich formuliere sie trainerfreundlich. Wo spielt denn die HSG nächstes Jahr? In welcher Liga? Ja, also ich gehe davon aus, in der zweiten Liga. Es sind, glaube ich, immer noch 3 Punkte, mindestens vielleicht sogar 4 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und von daher ist das sicherlich realistischer zu sehen, dass wir in der zweiten Liga spielen werden. Und okay, wir haben gegen Bittenfeld ja auch nicht gewonnen zu Hause. Wenn wir das gewonnen hätten, dann könnte man das vielleicht nochmal anders formulieren. Aber das ist wahrscheinlich. Ja. Trotzdem geben wir natürlich Gas bis zum letzten Spiel. Es sind immer noch echt viele Spiele, es sind noch 9 Spiele. Kann auch jede Menge passieren. Und andere Mannschaften spielen auch noch untereinander, gegeneinander. Und ja, wir probieren es bis zum letzten Spiel. Christian, 9 Spiele sind noch übrig. Das nächste Spiel für Leipzig sorgt bei den Handballkennern für ein Zungenschnalzen. Spiel in der Werner-Assmann-Halle, Eisenach steht auf dem Programm. Worauf können wir uns freuen und warum macht es Sinn, dass noch mehr Fans mitfahren als die 120, die sich jetzt schon angemeldet haben? Ja, wir haben in den nächsten Wochen, angefangen mit heute, direkte Duelle, die um den oberen Drittelbereich der Tabelle spielen. Das sind alle Spiele, die auf Augenhöhe sind von Mannschaften her, wo kaum ein Leistungsunterschied ist. Von daher ist es ärgerlich, dass wir gerade mit unseren Fans das jetzt nicht geschafft haben heute. Und deswegen brauchen wir natürlich auch voll zur Unterstützung.
Wir freuen uns auf das Samstagspiel. Eisenach ist in guter Form, aber Bittenfeld hatte sich auch lange im Griff und war schon überraschend, der Spielausgang am Ende. Alles klar. Also, liebe Handballfreunde, hier nochmal der ganz klare Appell. Fahrt am nächsten Samstag auf die Wartburg und danach guckt ihr euch schön Männerhandball an. Leipzig gegen Eisenach 19:30 in der Werner-Assmann-Halle. Heiner, dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Christian, wir sehen uns dann hier wieder am 8. April dann gegen Emstetten. Bis dahin. Tschüss.